Na, läuft die Aufnahme? Ja, scheint zu gehen. Ja, wir sind angekommen im Mongolischen Reich. Die Schlacht an der Kalka. Ich mache mal ein bisschen Neustart. Ich habe schon mal reingeguckt. Schauen wir mal, wie es läuft. Neue Kampagne, neues Glück. Aus den Weiten der mongolischen Steppe nahte eine Armee von über 100.000 Kämpfern, die allen Widerstand hinwegfegte und ein sich über Kontinente erstreckendes Gebiet beanspruchte. Ihr Anführer Genghis Khan betrachtete es als seine Lebensaufgabe, die Welt in einem Reich zu vereinen. Nachdem sie den Osten erobert hatten, wandten sich die Mongolen nach Westen, wo sie einigen der stärksten Armeen des mittelalterlichen Europa begegnen würden. Sollten die legendären Krieger Genghis Khans ebenbürtige Gegner finden? Bis 1221 hatten die Mongolen Städte in ganz Asien eingenommen, die ihnen gewaltige Tributzahlungen einbrachten. Doch der Westen war ein noch unerschlossener Quell des Reichtums. Genghis Khan entsandte seine treuen Generäle Djebe und Subutai, um Europa anzugreifen. Mit einer 20.000 Mann starken Armee nahmen Djebe und Subutai den Westen im Handstreich, plünderten Städte und vernichteten Armeen. Binnen 2 Jahren lagen die wohlhabenden Gebiete der Rus vor ihnen. Doch eine mehr als 40.000 Mann starke Armee der Rus versperrte ihnen den Weg. Djebe und Subutai, die zahlenmäßig unterlegen waren, traten den Rückweg gen Osten an. Die Rus witterten einen leichten Sieg und machten sich an die Verfolgung des zurückweichenden Feindes. 8 Tage lang blieben die schnellen Mongolen gerade außer Reichweite. Dann stellten Djebe und Subutai ihre Falle. Sie lockten die Rus-Armee über die Kalka, um sich ihr dann entgegenzustellen. Die Rus waren auf eine der effektivsten Taktiken der Mongolen hereingefallen, den vorgetäuschten Rückzug. Die Stunde des Kräftemessens zwischen der mongolischen Armee und den besten Kämpfern Europas hatte geschlagen. Attacke hier, die Schlacht an der Kalka. Ich spiele die Mission jetzt zum 2. Mal. Ich bin mal gespannt. Die Mongolen preschten durch die europäischen Ebenen, dicht gefolgt von der erschöpften Armee der Rus. Die Rus-Truppen waren auf die mongolische Taktik des vorgetäuschten Rückzugs hereingefallen und waren den Mongolen in ihr Verderben gefolgt. Als sich die feindlichen Späher näherten, schnappte die Falle zu. Nachdem die Späher der Rus ausgeschaltet waren, querte General Subutai die Kalka. Dort plante er einen groß angelegten Hinterhalt für die mächtige Armee der Rus. Subutai befahl seinen Kriegern, sich aufzuteilen und dem Feind aufzulauern. Ich
So, wo ist er denn? Genau, so gut heil. Was kann er denn? Fördert einzigen Nachher ab, der die Angriffsschwäche auf Feinden auch die des Kahns für Sekunden lang um 5 Prozent erhöht. 5 Sekunden lang. Fördert einzigen Nachher ab, der die Bewegungsgeschwindigkeit nach einem auch die des Kahns um 33 Prozent erhöht. Hat keine Ahnung auf Dorfbewohner. Damit Subutais Strategie ihre Wirkung entfalten konnte, musste er seine Falle zuschnappen lassen, bevor die Rußkämpfer sich von ihrer langen Verfolgung erholt hatten. Subutai schickte seine furchteinflößendsten berittenen Mangudai-Bogenschützen, die die Rus schnell in den Hinterhalt locken sollten. Diese äußerst geschickten Kämpfer konnten ihre Pfeile in schneller Abfolge und bei vollem Galopp verschießen. Muss ich schon dezimieren. Du musst das so. Die Provokation durch die Mongolen zeigte Wirkung und die Rus nahmen hastig die Verfolgung auf. Die Armee der Rus war auf den vorgetäuschten Rückzug hereingefallen und ritt direkt in den Hinterhalt der Mongolen. Als der Feind umstellt war, fielen Subutais kampfbereite Krieger von allen Seiten ein. Der Hinterhalt der Mongolen war verheerend. Von den Truppen der Rus blieben nur ein paar verzweifelte Nachzügler übrig. Die letzten Ruskämpfer, die das Schicksal beobachtet hatten, das ihren Kameraden widerfahren war, verschanzten sich in einer provisorischen Wagenburg. Eliminieren Sie, damit Sie die verschanzten Rus-Truppen. Na. Super. Ach,
So, da war's das hier mit den Jungs. Die Palisaden der Rus fielen. Trotz eines tapferen letzten Gefechts wurden die Überreste der Armee zerschlagen. Angespornt durch den überwältigenden Sieg an der Kalka, stießen die Mongolen noch weiter in das Kernland der Rus vor. Sieg? Ja, das ging schnell, hä? 11 Minuten mit Video. Die Schlacht an der Kalka. Das war's. Sag mal danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.